und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Heute habe ich mal einen ganz besonderen Tipp für euch. Und zwar ist das etwas, wo ich selber ja, dreimal, glaube ich, insgesamt gewesen bin und dreimal wirklich lange gesucht habe. Und zwar geht es um dieses Schmuckmaterial-Fundbericht. Diesen Fundbericht sieht eigentlich gar nicht so schwer aus, den zu finden. Das Problem ist, ich persönlich fand es sehr schwer, ihn zu finden, deshalb auch dieses Video. Wir sind jetzt hier vorne an dem Wegschein von Blutmüh. Ich werde jetzt hier das Stückchen runterreiten und werde hier in der Nähe von dem Boss hier unten ins Wasser springen und zeige euch von da, wie ihr da reinkommt. Reitet also erstmal hier den Weg ein Stück entlang. Ich lasse jetzt extra alles so weit an, damit man auch die Karte sehen kann. An den ja, Tigern sind es, glaube ich, vorbei. Dann springen wir am besten etwas weiter rechts ins Wasser, weil, wie man sehen kann, da hinten noch Gegner gewesen sind. Und wir schwimmen hier ein ganzes Stück weit geradeaus. Ihr seht da hinten schon eine kleine Höhle. Ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Ja, und das war's dann im Endeffekt auch schon. Hier an diesem Dreieck müsst ihr dann reinlaufen. Und dann seht ihr so ein bisschen versteckt hier hinten in der Ecke, dass ihr die Sachen abernten könnt. Ich hoffe, dass euch das Video weiterhelfen konnte und freue mich auf euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.